Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und ich habe heute doppelt was Neues vor. Und zwar zum einen sitze ich gerade auf meinem Bett und habe das Mikrofon mobil vor mir oder in meiner Hand. Und normalerweise sitze ich am Schreibtisch und habe es auf einem kleinen Stativ und in einer bestimmten Entfernung von meinem Mund jederzeit. Es kann also sein, dass dass der Ton vielleicht mal ein bisschen lauter, mal ein bisschen leiser ist, was ich versuche zu vermeiden, aber ich wollte einfach mal ausprobieren, wie sich das anhört, wenn man variable Entfernungen zum Mikrofon hat, ob das irgendwie stört oder ob das vielleicht auch ganz nett ist. Man hört jetzt gerade auch zum Beispiel den Regen, der seit 2 Tagen gewitterartig eigentlich nonstop hier über mich rüberzieht, und da ich Dachschrägenfenster habe, hört man den immer besonders laut. Das zweite, was ich ausprobieren wollte, und deswegen ist es auch eine Sonderausgabe, ist, dass ich mir aus meinem Bücherregal, beziehungsweise insbesondere aus dem Stapel ungelesener Bücher, diese knapp mittlerweile 85 oder so Bücher, die ich noch lesen möchte, dass ich mir dort zu bestimmten Kategorien einfach mal immer so eine Handvoll Bücher raussuche und dazu was erzähle. Als kleine Zwischenepisoden, die möglichst um die 10 Minuten vielleicht gehen sollen und die so ein bisschen Listencharakter haben sollen. Also heute habe ich für euch die 6 ältesten Bücher auf meinem Sub, und dafür habe ich mir eben die Bücher angeguckt, die entweder, ich habe manche auf Englisch hier, da habe ich natürlich dann die normale Ersterscheinung, Erstveröffentlichung quasi als Datum genommen. Die stehen ja immer vorne drin. Und bei denen, die ich auf Deutsch übersetzt habe, habe ich mir die deutsche Erstveröffentlichung angeguckt. Manche habe ich auch in zweiter, dritter, vierter, 20. Auflage hier rumliegen. Aber ich habe dann immer geguckt, wann wirklich die deutsche Erstauflage war. Und das war ganz spannend, denn ich habe vorher mal auf Lovely Books recherchiert. Ich habe bin ja sehr aktiv bei Lovely Books und habe dort auch ein Bücherregal, nennt man das, also ein virtuelles Regal, wo ich eben meine ungelesenen Sub-Bücher, wirklich Bücher abgespeichert habe, dann eins für Hörbücher und eins für E-Books. Da nochmal als Tipp, also ich in den Monatsrückblickend verlinke ich euch die jeweils, das heißt, wenn ihr mal Lust habt, irgendwie zu gucken, was ich denn noch so, worüber wir überhaupt insgesamt reden sozusagen, dann klickt da gerne mal drauf, das ist auch von außen sichtbar, da muss man nicht für registriert sein, bin ich der Meinung. Und dort kann man dann sehen eben, ne, was für Hörbücher ich noch zu hören habe, was für Bücher ich noch zu lesen habe und welche E-Books. Und dort kann man auch die so ein bisschen sortieren, also nach Titel und Autor und keine Ahnung was. Und auch nach Erscheinungsdatum, habe ich jetzt mal ausprobiert, hat ehrlich gesagt nur beschränkt gepasst. Also tatsächlich ist von den 6 Büchern nur ein einziges dort korrekt quasi eingeordnet worden, was ein bisschen crazy ist. Die restlichen sind eher so um 85 bis 97 erschienen, die dort angezeigt wurden. Das heißt, ich habe mir tatsächlich nochmal zwar diese ersten 5, 6 Bücher halt rausgelegt gehabt, die ich dort recherchiert hatte, habe dann aber gedacht, ich glaube, ich habe noch ein paar ältere Dinge da, die wahrscheinlich, so wie ich sie in mein virtuelles Regal gestellt habe, hatten sie dann wahrscheinlich ein frischeres Erscheinungsdatum einfach hinterlegt und deswegen hat man das dann wahrscheinlich nicht gemerkt. Genau, also dann bin ich nochmal ans Bücherregal gegangen und habe manuell nochmal durchgeschaut, was alt aussieht sozusagen oder von was ich weiß, dass es ein Klassiker ist oder ein bisschen älter ist, und hoffe jetzt, ich habe wirklich die 6 ältesten Bücher gefunden. Sieht jedenfalls gut aus. Bevor ich jetzt lange weiterrede, fange ich einfach mal an. Und zwar das allerälteste Buch auf meinem Stapel ungelesener Bücher ist Wer die Nachtigall stört von Harper Lee. Absoluter Klassiker aus dem amerikanischen Bereich. Hat, glaube ich, was mit Schwarzen und Weißen zu tun. Habe ich noch nicht gelesen, deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Aber da freue ich mich ehrlich gesagt. Also ich hatte nochmal überlegt, es gibt auch einige Klassiker oder auch einige der sehr alten Bücher, wo ich sage, ich muss dann mal gucken, ob ich da wirklich noch Lust zu habe, weil ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber man will immer das Neuere haben. Man will immer das, was als Neuestes erscheint, das erscheint einem irgendwie als am begehrenswertesten und so weiter. Aber ich finde es eben auch wichtig, dass man mal ein paar Klassiker gelesen hat, und ich habe hier einige Klassiker mit dabei. Und Wer die Nachtigall stört, ist eigentlich wirklich so ein Klassiker, den man gelesen haben muss. Ja, und da freue ich mich aber tatsächlich auf einer Skala von 1 bis 10 so, würde ich sagen, schon eine 7 würde ich dem Ganzen geben. Das habe ich mir jetzt nochmal überlegt, dass ich das so ein bisschen einklastere, weil einige, oh, da denke ich schon, sehe ich das Cover und denke, und dann ist es noch so klein bedruckt und so. Aber Wer die Nachtigall stört, da habe ich richtig Lust drauf, auf jeden Fall. Als nächstes von 1965 ist John Steinbeck, Tortilla Flat. Nie von gehört gehabt. Ich habe das mal als Geburtstagsgeschenk bekommen,
vor mindestens 4 Jahren, vielleicht auch 5, von Kollegen, die wussten, dass ich gerne lese. Und ich habe immer noch ein richtig schlechtes Gewissen, dass ich es bisher noch nicht angefasst habe. Das Schöne an dem Buch ist tatsächlich, dass es super schmal ist. Das hat hier vielleicht 173 Seiten. Und ja, da geht es irgendwie um einen Erben, also so ein bisschen, ja, der das Erbe mit seinen Kumpels irgendwie durchbringt. Ja, wie gesagt, von 1965, also gesellschaftskritischer Roman schlussendlich. Und ja, ich bin gespannt, weil John Steinbeck soll super gut schreiben. Also das ist irgendwie auch ein sehr bekannter Autor aus den USA, bin ich der Meinung. Von dem Buch selber hatte ich jetzt noch nie was gehört, scheint aber auch ein Klassiker in Anführungsstrichen zu sein. Ja, und da ist meine Lust so bei 4 ungefähr. Also nicht ganz so hoch wie bei Wer die Nachtigall stört, obwohl es so dünn ist. Dann habe ich Bullet Park von Chiva. Ich weiß gerade nicht, Paul Chiva, steht nur der Nachname leider drauf. Und zwar geht es da auch um so eine typische amerikanische Vorstadt-Idylle und was hinter der Fassade lauert. Das finde ich vom Thema her eigentlich echt gut. Wird hier auch als mehr oder weniger Klassiker gehandelt, beziehungsweise ist auch von dem Verlag als Vintage-Classic-Reihe sozusagen aufgelegt, wo ich auch nochmal ein anderes Buch gleich vorstelle, von paar Jahre später quasi, was auch vom Design her ähnlich ist. Aus der gleichen Reihe quasi. Und zwar ist es von 1967, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Das nächste Buch, was ich hier auf dem Sub habe, was sehr alt ist, ist ursprünglich von 1974, wurde allerdings scheinbar in Deutschland erst 2012 veröffentlicht. Deswegen ist es hier so ein bisschen halb reingeschummelt, möchte ich mal sagen. Denn ich glaube, so eine Riesenspanne, meistens eher so 1 Jahr, 2 Jahre, manchmal 3 Jahre, bis es dann in Deutschland auch erschienen ist. Und ja, hier wie gesagt 2012, obwohl es 1974 veröffentlicht wurde, fand ich ganz spannend. Und zwar ist das von Alice Munro, Was ich dir schon immer sagen wollte. Und das ist ja eine Kanadierin, die super gut Kurzgeschichten schreibt. Und das ist auch wieder ein Buch über, ja, eine Sammlung von Kurzgeschichten. Das ist gerade gar nicht viele, wahrscheinlich so um die 10. Und das ist ein Mängelexemplar, da ist hinten auch richtig reingeschnitten worden. Alter Schwede. Aber die lese ich eigentlich mal ganz gerne. Vor allen Dingen finde ich es gut, dass man diese Geschichten dann halt zwischendurch mal lesen kann. Also ich mag das auch ganz gerne, wenn ich das so, na, was heißt übers Jahr, aber dass man vielleicht so ein Buch liest, dann eine Geschichte liest. Ein Buch liest, dann eine Geschichte liest. Oder auch mal 2. Und dann sind die halt relativ schnell auch vorüber. Und das geht immer ganz gut. Und die sind auch wirklich sehr beeindruckend. Das nächste Jahr, was ich hier als Erscheinungsdatum habe, ist 1975. Und zwar ist das Richard Yates mit Disturbing the Peace, auch auf Englisch. Und das ist auch ein relativ schmaler Band. Das ist einer auch von diesen Vintage-Klassikern aus dieser Reihe und ist auch gesellschaftskritisch. Richard Yates kennt man vielleicht. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, muss ich euch ganz ehrlich gestehen. Aber ist ein Klassiker, finde ich, kann man gelesen haben. Und das, achso, ich habe ja erstmal nur gar nicht gesagt, wie auf einer Skala und so. Also die, oh, beim anderen auch nicht, verdammt. Also bei Bullet Park würde ich sagen 5 von 10, also ein bisschen höher als Tortilla Flat, aber nicht viel. Weil das Cover macht mich überhaupt nicht an. Alice Munro würde ich 8 oder 9 vielleicht sogar geben. Das macht eigentlich immer ganz gut Spaß. Und dem merkt man auch das Alter, glaube ich, nicht so an. Und Disturbing the Peace wäre jetzt bei mir auch bei einer 6, soliden 6. Und als allerletztes Buch habe ich Die Brautprinzessin von William Goldman. Ist ein Klassiker aus dem amerikanischen, glaube ich auch, oder aus dem britischen, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist von 1977. Und tatsächlich ist das auch ein Favorit gewesen von Joscha Sauer. Das ist der Zeichner von Nicht lustig. Und ich weiß noch, als ich vor ein paar Jahren auf der Frankfurter Buchmesse war und ihn unterzeichnen habe lassen, habe ich ihn auch ein paar Sachen gefragt, die ich, glaube ich, auch aufgenommen habe. Und die müssten auch auf dem Blog noch sein, also im Podcast in der Folge entsprechend dann zu finden sein. Einfach Frankfurter Buchmesse mal bei mir auf buicherreich.net eingeben. Und dort hat er mir das auch als sein absolutes Lieblingsbuch empfohlen. Ich hatte auch noch mal eine Freundin, die das auch super geliebt hat und wo ich auch drauf vertraue. Also ich glaube, dass mir das sehr gut gefallen wird. Ist ein absoluter Fantasy-Klassiker. Ich weiß allerdings, dass man auch da schlecht reinkommt, relativ schlecht. Also da habe ich, glaube ich, am allermeisten Lust von diesen ganzen Büchern, die ich gerade erzählt habe. Deswegen würde ich dem 9 von 10 Sternen quasi geben. So gerne würde ich das lesen. Ja, das war jetzt erstmal eine ein bisschen kleinere Episode und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mal so als kleinen Snippet zwischendurch. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir gerne schreiben, welche 2, 3, wie viel auch immer Bücher ihr auch auf eurem Sub habt, die sehr, sehr alt sind und aus welchem Jahr. Das würde mich sehr interessieren. Und ihr könnt sehr gerne auch noch eine Art 1 bis 10 Bewertung reinschreiben, welches ihr davon
wie gerne lesen möchtet. Das würde mich total freuen. Dann genieße ich jetzt mal noch weiter in den Regen. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuecherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buecherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.